Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister im Islam. Warum, lieber Bruder, bist du ein Rambo? Warum bist du Rambo zu deiner Frau? Draußen bist du zuckersüß zu den anderen, aber zu Hause bist du hart und ohne Barmherzigkeit gegenüber deiner Frau. Und du, liebe Schwester, was ist mit dir? Zu Hause auf den Kleidern Kotze, Essen, und wenn du rausgehst, siehst du aus wie eine Perle. Warum? Warum heiraten wir, wenn wir uns für unseren Ehemann oder für unsere Ehefrau nicht einmal richtig schön machen und uns für fremde Menschen schön machen und fremde Menschen respektieren, aber unseren Ehemann oder Ehefrau nicht respektieren? Warum heiraten wir dann? Wollten wir nicht heiraten, um für Allah das Gute zu tun, damit wir mehr Kinder bekommen, damit die Umma größer wird, damit unsere Kinder Allah subhanahu wa ta'ala dienen? Aber nein, zu Hause sehen wir dreckig aus. Und wenn wir rausgehen, sehen wir aus wie Perlen. Und draußen sind wir gut und wir lächeln. Aber kaum sehen wir unsere Frau, kaum sehen wir unseren Mann, sind wir voll schlecht drauf. Warum? Warum? Sei gut zu deinem Mann und sei gut zu deiner Frau. Seid gut miteinander. Seid gut miteinander. Für Allah subhanahu wa ta'ala. Wir müssen stark bleiben. Und es gibt Männer, seine Frau weckt ihn zum Fajr auf und er sagt, du bist geschieden. Und es gibt Frauen, ihr Mann sagt ihr, zieh dich doch besser an. Und sie sagt, nein, ich möchte nicht. Ich höre nicht auf dich. Du bist nicht mein Vater. Aber er ist dein Mann. Er ist dein Mann. Warum heiratest du ihn, wenn er dir das Gute gebietet und du nicht auf ihn hörst? Warum heiratest du sie, wenn du nicht mal zum Fajr aufstehen willst, wenn sie dich aufweckt? Und entscheidest du dich wegen einer guten Sache? Liebe Geschwister im Islam, ich wollte es nur einmal sagen. Bitte, wir müssen stark sein. Wir müssen unsere Frauen behandeln wie ein Diamant. Und liebe Frau im Islam, behandle deinen Mann ehrenvoll. Den Respekt, den er verdient, solltest du ihm gewähren. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.